Ja, keine Ahnung, ich kenne genau drei, vier von den ganzen Torhütern, die hier unten sind. Ich finde, also meine Meinung jetzt, ne? Loris ist halt immer und der wird wahrscheinlich einfach reinkommen, weil er da Das ist. ist. Omlin ist halt schon stark. Und Ortega muss eigentlich schon rein, finde ich. Also Ortega hat echt stark gespielt. Ich nehme Ortega. In dem Way Omlin, kein Plan. Talking to them. Also Laporte wird mir definitiv nicht genommen. Boah, wie viele? Okay, Das also. sind zu viele. Kein Bock auf Laporte. Bremer hat null Stopp. Pace. Guerrero von Von Zürich, Zürich. aber der, ich finde den nicht den besten jetzt von Zürich, vielleicht kommt da noch jemand anderes. Mitchell wird wahrscheinlich kommen, weil viele den haben. Todibo ist ein cooler Dude. Und ich werde jetzt aber Bremer nehmen, weil Bremer spielt eine der besten Saisons seit, ja. Das ist einer der besten Verteidiger, die es gibt. Also ich bin mal definitiv bei meinem ersten Pick für Botman. Boah, ist das schwierig bei so vielen schlechten Spielern. No front, gell? Doch, mein zweiter Innenverteidiger-Pick ist auf jeden Fall Lacroix. Lacroix. Ja, dann nehme ich mal Mitchell noch rein. Todibo einfach aus Sympathikeitsgründen, so. Dann hau ich Lacroix nochmal raus, tue dafür Bremer rein. Ja, okay, dann kommt bei mir nur Todibo rein. Ich werde da noch Senesi reinnehmen, weil der hat immer wieder Karten und der kommt jetzt da rein. Wie viele Mittelfeld? Ja, alle. Ja, Kone bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den reinmache. Simon könnte bei mir auch reinkommen. Kakere muss man eigentlich fast. Ich werde Gnabry reinnehmen. Und da, nee, Raspadori muss aber auch rein. Okay, Ja, was? Raspadori ist bei mir schon mal der erste Safe, Pick. safe, ja. Der ist es einfach. Gnabry. Nee, ich nehme den nochmal raus. Raspadori ist übel strong, das ist er. Ich glaube, ich nehme Kakire auch mit. Ich glaube, ich nehme noch Kone von Gladbach mit. Ja, ich gehe ganz langweilig mit Raspadori, mit rechts Gnabry und links Carrasco. Adeyemi. Das, ja. Muss rein. Ja, mein erster Fixpick ist schon mal die Emi, Ja, gell? habe ich auch. Suarez würde ich nicht. Letzte Nein. Saison ja, aber diese Saison nicht. Mein zweiter Pick wird Gerard Moreno sein. Ich muss auch fast. Eigentlich legt er mich mega auf, aber er spielt halt echt gut. Und Zaha müsste ich eigentlich. Ja, Lacazette hat zwar mega gut gespielt in letzter Zeit, ne? Ich glaube, ich nehme noch Lacazette. Okay. Und die wird mit Carlson, gell? Okay, ja, why not? Ja. Dann sieht es bei mir so aus. Wir haben Ortega, Todibo Bremer, Mitchell Senesi, Kakire Raspadori, Kone, Adeyemi, Lacazette, Gerard Moreno. Ja, Ich echt stark. meine Leute sind im Tor Omlin, Verteidigung Mitchell, Botman, Bremer und Todibo. Mittelfeld ganz langweilig mit Carrasco, Raspadori und Gnabry. Links Gerard Moreno, Mitte Adeyemi und rechts ist Carlsson. Warte mal, wenn ich jetzt 1000 Mal auf Stimme abgeben drücke, was passiert dann? Alles ist ein dichter Nebel gehört. It is what it is. Freunde, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und. Bleibt da, wo der Pfeffer wächst. Scheiße, ich habe einfach Lacazette statt Carlsson jetzt genommen auf den zweiten Pick, egal. Hast du nicht einfach mein Bild heruntergeladen? Oh nee, ne?